Kommen wir da quasi wieder zu dem Raum, der sich dreht. Und hier ist eine kleine, nette, süße Hand. Aua, die uns attackiert. So. Nein, sie hat sich geteilt und ich hab's getötet. Und hier könnte ein Schlüssel drin sein. Hoffe ich doch mal. Wäre ganz praktisch. Ja, es ist hübsch. Yay. So, dann gehen wir jetzt mal wieder in den Blockrätselraum. Na, hoch da. So, wieder hoch. Und hier lang, da hoch. So, wir könnten erstmal nochmal kurz... Ah, ich glaube, da gab es nur Pfeiler, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich gucke einfach mal nach. Und hier ist... Ah, sind Pfeile, genau. Also eigentlich nicht weiter wichtig. Wir müssten jetzt eigentlich auch hier lang kommen. Ja. Na, hoch da. Dann gucken wir mal hier weiter, was wir jetzt mit Pfeil und Bogen hier so alles anrichten können. Na, geh auf da. Link, Kletter, Leiter, hoch. Ach ja, ist auch so schön, so eine Leiter zu finden. Mann. Genau, hier sind wir wieder bei dem Raum. Und wir müssen ihn wieder ungerade machen. Denn wir wollen ja jetzt wieder in den anderen Raum, wo uns ein Schlüssel gefehlt hat, den wir jetzt aber besitzen. Ja, so viel Hin- und Herrennerei nur wegen einem Schlüssel. Aber was soll's, es ist ein tolles Spiel und es darf das. Wenigstens haben wir jetzt schon den Masterschlüssel. Weil den vergisst man leicht und dann, ja, dann ist blöd. Dann darfst du da sowieso nochmal zurückrennen. Bumm. Die Musik ist auch so wundervoll. Es macht richtig Laune, auf alle Fälle. Aua. Bringt gute Stimmung, diese Musik. Oh, Tochter. Und wieder durch einen Raum. Und dann können wir endlich durch diese Tür gehen und können den Raum auch umdrehen, wenn wir wollen. So. Ja, so. Aber wir gehen erstmal hier weiter. Und hier ist es gar. Wir müssen sogar umdrehen. Und das hier ist ziemlich lustig, denn man muss durch die Fackel aufs Auge schießen. Denn das Auge ist ja vereist und da wir keine Feuerpfeile haben, müssen wir uns welche basteln. Und das geht so. Verdammt. Ich hab doch getroffen und der Pfeil hat auch Feuer und so. Mann. Dämliches Auge. Jo. Auf ein neues. Ja. Bam. Und es hat funktioniert. Der Raum dreht sich. Uahahaha. Ja. Ich möchte darüber. So.
Oh nein, ist das so verwirrend. Alles dreht sich im Kreis. Sogar die grünen Knochenfratzen. Ah. Was können wir jetzt machen? Wir können jetzt in ein Loch fallen. Was wir jetzt aber nicht tun werden. Und wir können da hoch. Was wir tun werden. Weil Loch fallen ist mal blöd. Weil man ja an sich nicht so wirklich da wieder rauskommt. Fürs Erste. Deswegen machen wir erstmal so viel wie möglich hier. Und hier sind irgendwie keine Bilder. Ach, wir sind jetzt wieder hier. Okay. Da müssen wir uns doch was drauf fallen lassen. Ich dachte, das hat sich jetzt so verschoben, dass ich ganz woanders bin. Aber anscheinend nicht. Dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als ins Loch zu gehen. Ja gut, aber ist ja auch so. Man muss ja auch hier wieder zurückkommen irgendwie. Ah, das Schachbrett. Ah. Stimmt. Hier war das. So, da ist eine Tür. Und da hinten ist eine Tür. Und wir gehen erstmal hier hin und gucken, was dahinter ist. Ich muss sagen, hier gibt es wirklich sehr viel Einfallsreichtum in den Dingern. Ah, hier kommen wir wieder hier raus. Gut zu wissen. Sehr viel Einfallsreichtum in den Rätseln. Oder Geschicklichkeitseinlagen. Denn hier fällt euch buchstäblich die Decke auf den Kopf. Ja, habe ich gerade erzählt. Und das sieht so aus. Und man muss sich einfach merken, wo Löcher sind. Und am besten Löcher ohne die Viecher. Und ich schätze mal, beim Schalter wird ein Loch sein. Ja. Und bei der Kiste ist auch ein Loch. Deswegen können wir uns hier in Ruhe auch die Kiste schnappen. Mit zwei Pfeilen drin. Nein. Ja, komischerweise kann man hier nicht rauf. Warum auch immer. Es ist wohl zu hoch. So, hier hängt irgendwas von der Decke. Und ja. Jetzt gibt's nochmal ein Kistenschieberätsel. Diesmal müssen wir in einer bestimmten Zeit ein Bild zusammenfügen. Aber es sollte nicht so schwer sein. Na los, komm. Es dauert bloß ziemlich lange mit dem Schieben. Und zwar passen nur vier zusammen und einer ist zu viel. Erkennt man, glaube ich, ein bisschen an der Farbe. So. Ja, das schaffen wir locker. So, und jetzt den noch. Und dann haben wir das auch schon gelöst. War ja nicht gerade schwer. Ich bin der Meister von Kistenrätsel. Los, komm her. Na komm. Na komm her jetzt. Na los, doch auf. Oh, immer noch nicht tot, Alter. Ach, gestern wäre noch mal listiger. Na komm. Jetzt beim nächsten Mal müsste eigentlich soweit sein. Jawohl. Und wir haben den dritten Geist. Bam, 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 bam. So, wir bekommen Pfeile. Und ich hoffe auch ein paar Herzen. Fällt mir gerade auf. Ah, eins. Ist okay. Und jetzt sind wir hier. So. Jetzt kommen wir wieder in die Eingangshalle. Und zwar sind wir jetzt hier oben. Und man sieht, es leuchten drei Lampen und da wartet der letzte Geist auf uns. Der ganz traurig ist, weil alle seine Freunde besiegt wurden. Und er weint. Oh, armer kleiner Geist.
Dafür teilt er sich jetzt auf, damit er, damit sie wieder vier sind. Ja. Und jetzt gibt's ein ganz schweres Rätsel. Du musst herausfinden, welcher der erste ist. Es ist ja so schwer. Das war nicht. Oh, da habe ich ihn. Und jetzt, wenn er gleich wieder auftaucht irgendwann, sieht man komischerweise ganz genau, welcher das war. Denn irgendwie scheint der echte, weiß ich nicht, autistisch veranlagt zu sein und muss sich immer im Kreis drin, wenn er auftaucht. Welcher ist wohl der echte? Ich weiß es nicht. Na komm. Oh. Und das war's auch mit dem letzten Geist. Und der Fahrstuhl funktioniert wieder. Muhaha, muhaha, muhaha. Und wir fahren gleich mal damit runter. Und ich muss kurz was trinken. Denn labern macht ganz schön Traum. So. Und jetzt gibt's noch ein Rätsel. Nämlich lustige Sachen verschieben. Yay. Und wir machen's gleich mal. Da hat sich was geöffnet. Und da ist nichts. Dann gucken wir erstmal rein. Ah, sehr schön. Ein Schalter für irgendwas. Um die Tür da aufzumachen. Gut. Das müsste ja heißen, dass, wenn ich jetzt wieder zurück mache, müsste da die Tür offen sein. Glaube ich. Weiß nicht. Nee und nee. Egal. Ich ziehe einfach mal weiter in die Richtung. So, was haben wir hier? Nix. Und da hinten. Ah, da geht's weiter. So. Und wir haben unsere Falle wieder aufgefüllt. Sehr schön. Du kommst mit mir. So, und ich will jetzt hier endlich mal zu Phantom Garnon. Welche Richtung hatte ich jetzt gedreht? Nach da, und dann drehen wir weiter in die Richtung. Irgendwann wird schon der Richtige eingekommen. Hier ist wieder ein Schalter. Haben wir beide Schalter geöffnet. So. Den Schalter hatten wir schon mal betätigt. Achso, jetzt müssen wir es wieder in die Ausgangsposition bringen, da wo die zwei verschlossenen Tore waren. Nehme ich einfach mal an. Denn hier ist jetzt der letzte Schalter. Damit geht diese Tür auf. Und das heißt, wir können da durch und zum Boss. Bossfight. Wir haben volle Falle, das ist gut. Wir haben volle Herzen, das ist auch gut. Und jetzt kommen wir zum Epic Boss Battle. In einer Bildergalerie. Und ich muss sagen, das gefällt mir ideentechnisch sehr gut. Denn man muss in einem Bild Phantom Garnon abschießen. Man muss immer darauf achten, in welchem Bild er auftaucht. Wo ist er? Kommt er denn jetzt nur oder nicht? Achso, ich muss erst wieder zurückgehen. Oh nein! Da kann ich auch überhaupt nicht rechts drüber springen über dieses komische Seil. Jetzt muss ich natürlich hier bleiben. Und das ist Ganondorf, denkt ihr.
Denn es ist eigentlich Phantom Ganon. Phantom Ganon, reiten ist unheil. Genau, und er verschwindet erstmal direkt in ein Bild. Super. Super Sache, oder Leute? Findet ihr nicht? Ja, und wir müssen jetzt einfach gucken, wo er wieder rauskommt. Da. Hallo. Oh nein, er kommt woanders raus. Von rechts. Na, scheiße. Ja, danke. Aua. Das war gerade ein bisschen blöd. Ja, manchmal dreht er auch um. Und geht, kommt aus einem anderen Bild raus. Kommt er jetzt von da oder nicht? Nein. Ah, scheiße. Normalerweise macht das am Anfang noch nicht. Also kenne ich das im Fall. Normalerweise trifft man ihn am Anfang erst ein, zwei Mal und dann entscheidet er sich ab und zu um. Okay, da kam er jetzt. Ich komm da raus jetzt. Geht doch. So, da ist er verschwunden. Da verschwindet er jetzt gerade auch nochmal. Und da kommt er wieder raus. Und BAMS! An sich ist er gar nicht so schwer. Man muss halt nur immer mal gucken. Die ganzen Bilder hier. Ah, er kommt aus den beiden Bildern. Oder aus einem von den beiden. Aus dem. So, und jetzt spielen wir ein bisschen Baseball. Na komm. Aua, und ich kann's einfach nicht mehr, verdammt. So, geht doch. Jawohl. Tag. Na komm, nochmal. Ja, scheiße. Na los. Na komm. Das klappt nicht. Naja. Kann ich auch. Bam. 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 Ach, verdammt. Das sollte dir eigentlich passieren. Naja, ich zeug euch nur ein bisschen, wie man failen kann. Einfach nur. Keine Ahnung warum. Jetzt aber. Bautz, 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 und stirb halt. Geht doch. Yay, hack, hack, hack. Ich liebe es, wenn das Spiel hackt. Du hast dich tapfer geschlagen. Es scheint, dass du viel gelernt hast, jedoch. Du hast nur mein Phantom besiegt. Trittst du meinem Ware nicht gegenüber, wirst du vernichtet. Ich werde die reitende Kreatur nun in den Hades verbannen, denn sie hat ihren Schöpfer enttäuscht. Tja, das sollte man nie tun. Schöpfer enttäuschen ist immer eine ganz schlechte Idee. Hm? Bam, 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 bam. So, wo ist mein Herzteil? Da. Herzcontainer. Yay, Herzcontainer. Und wir haben jetzt ein kleines Wiedersehen mit einer alten Bekannten. Und ihr wisst, wen ich meine. Halle der Weisen. Ja, wir kommen jetzt nach jedem Tempel wieder in die Halle zurück. Das ist einfach so. Und da ist Salia und sie ist auch nicht älter geworden. Danke. Dank deiner Hilfe wurde ich in den Kreis der Weisen aufgenommen. Nun bin ich die Weise des Waldtempels. Ich habe stets gewusst, dass du zu Höherem berufen bist. Ich hege große Gefühle für dich. Okay. Doch es ist bestimmt, dass wir verschiedene Wege gehen. Du und ich,
Wir können nicht in derselben Welt leben. Ich werde dich als Weise des Waldes stets unterstützen. Nimm dieses Amulett an dich. Yay, gib mir dein Amulett. Gib es mir her, ich habe es mir verdient. Und da haben wir schon Amulett Nummer 2. Das Amulett des Waldes. Das Elie gibt sich als eine der Weise zu erkennen und überträgt dir ihre Kraft. Okay, alles klar. Kann ich mit leben? Ich werde immer deine Freundin sein. Ja, klär das mal mit meiner Pseudo-Frau Ruto. Tja, die Weisen können sich ja um mich prügeln. Und da sind wir wieder beim Dekobaum. Lustig. Und was ist das? Das ist doch die Stelle, wo ich einen Dekokern gepflanzt habe. Kann es etwa sein, dass... Ein Mini-Dekobaum. Meine Saat ist aufgegangen. Yay. Sei gegrüßt, ich bin der Spross des Dekobaumes. Weil du unser Leer den Fluch vom Waldtempel genommen haben. Hä? Kann ich wachsen und sprießen. Hab Dank. Okay. Hast du deine alten Freunde wiedergesehen? Wahrscheinlich wird dich von ihnen niemand mehr wiedererkennen. Das liegt darin, dass Kokiri niemals altern. Die vergangenen Jahre gingen an ihnen spurlos vorüber. Sicher fragst du dich, warum du gealtert bist. Nun, du hast es sicher schon geahnt, und du bist kein Kokiri. Du bist ein Helianer. Ich bin froh, dir dieses Geheimnis endlich offenbart zu haben. Haha. Okay. Oh, Geschichtsstunde. Feuer. Vor langer Zeit fand im Hyrule ein Krieg statt, der nahezu eine halbe Dekade andauerte. Alles klar. Um diesen Krieg zu entkommen, gab eine junge helianische Mutter ihr Baby in die Obhut des Waldes. Und das Baby war Ganondorf. Habe ich recht? Als sich das Leben der Mutter zum dem Ende zuneigte, vertraute sie es dem Dekobaum an. Der Dekobaum ahnte bereits, dass es sich bei dem Baby um ein Kind des Schicksals handelte. Bist du nicht der Dekobaum? Die Kokiri zogen das Kind auf und es lebte dort bis zu jenem Tag, an dem sich die Prophezeiung erfüllte. Moment, soll das heißen, Salir ist älter als ich und steht auf mich? Okay. Du bist Helianer. Es war immer deine Bestimmung, den Wald zu verlassen. Dein Schicksal, nun hat es sich endlich erfüllt. Du weißt, was du zu tun hast. Du musst Hyrule vor dem Untergang bewahren. So sei es, Link. Befreie die Tempel von ihren Flüchen. Und sorge für Frieden in Hyrule. Geht klar, Chef. Gott. Du bist ganz schön fett, muss ich mal sagen. Du solltest weniger deine eigenen Äste kauen. Fühlt sich cool, oder was? Mann. So, ich würde sagen, Waldtempel, das war's. Ich habe dich jetzt gemacht. Ich habe das Spiel zum zweiten Mal bis dahin gespielt. Und, ach, Mann. Ich hoffe, mir passiert nie wieder sowas. Ich habe jetzt Sicherungen überall. Okay, ich würde sagen, das war's. Der Part hat lang genug gedauert. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn wir uns auf den Weg machen zum nächsten Tempel. Mir bleibt noch zu sagen, bis dann, bye bye und ciao ciao.